Wer in Thüringen ein Elektrofahrzeug der US-amerikanischen Marke Tesla fährt, der wird hin und wieder auch einmal eine Werkstatt aufsuchen müssen. Denn auch wenn Elektroautos deutlich wartungsärmer sind als solche mit Verbrennungsmotoren, gegen Karosserieschäden durch Anstupser auf dem Parkplatz etwa, ist auch ein Tesla nicht gefeit. Und dann muss er mit seinem Besitzer nach Elchleben im Ilmkreis. Elchleben im nördlichen Ilmkreis. Ein beschauliches Dörfchen mit knapp 250 Einwohnern, viel Natur und Ruhe. Hier würde wahrscheinlich niemand die einzige Tesla-Karosseriewerkstatt in Thüringen vermuten. Sie steht aber hier, bei Marco Franke. Seit anderthalb Jahren darf er ran an die hippen Elektroautos aus Kalifornien. Er ist mit seiner Werkstatt einer von deutschlandweit 18 Tesla-Approved Body Shops, also geprüft und zertifiziert für diese Fahrzeugmarke. Tesla-Approved Body Shop zu werden, erfordert ein hohes Maß an Zeit, an Geld. Die neuen Reparaturverfahren müssen geschult werden, die Mitarbeiter müssen geschult werden, die Technik muss angeschafft werden. 2018 hat er sich mit seinem Unternehmen bei Tesla beworben. Als er den Zuschlag bekam, vergrößerte er seine Werkstatt und baute spezielle Aluminium-Arbeitsplätze ein. Die braucht es, weil die Tesla-Karossen aus Alu sind und sich die Schleifstaube von Stahl und Aluminium nicht miteinander vermischen dürfen, denn das wäre hochexplosiv. Separates Werkzeug hat Franke auch angeschafft und zwei Mitarbeiter zu Tesla-Schulungen geschickt. Die Mitarbeiter wurden auf Englisch geschult, im Ausland, in Holland, in England. Die sind dann mit einem Dolmetscher hingefahren, um das zu verstehen, weil nicht jeder gut Englisch spricht und dieses Business-Englisch sowieso nicht. Alles in allem hat er über 400.000 Euro investiert. In die Zukunft seiner Karosseriewerkstatt, wie der Chef von 25 Mitarbeitern selber sagt. Denn die neuen Arbeitsplätze sind nicht nur für die US-Marke reserviert. Das ist ein Multifunktionsarbeitsplatz für Aluminium, Carbon und so weiter. Der Werkstoff von morgen wird es sein. Es geht einfach um das Gewicht zu reduzieren und um die Reichweite von Elektrofahrzeugen zu erhöhen. Im letzten Jahr haben knapp 60 Teslas den Weg nach Elchleben gefunden. Franke denkt aber, dass er demnächst mehr mit der Marke zu tun haben wird und auch Konkurrenz bekommt. In Grünheide ist geplant, aktuell 500.000 Autos im Jahr zu bauen. Der Markt wird rasant ansteigen und irgendwann werden wir nicht mehr die Einzigen sein. Das sind wir uns bewusst. Denn die US-Amerikaner bauen ihr Werkstattnetz nach den Zulassungszahlen in den entsprechenden Regionen aus.